Das Jedi Fallen Order Sequel hat endlich einen Namen. TT Games meldet sich zu einem zukünftigen Patch und sonst noch mehr Details zum neuen Jedi Fallen Order schauen wir uns in diesem News-Video an. Ja, so langsam nähern wir uns ja jetzt dem großen Reveal von dem Jedi Fallen Order Sequel auf der Star Wars Celebration jetzt Ende diesen Monats, beziehungsweise genauer gesagt ja vom 26. bis zum 29. Mai. Da es da aber ja kein eigenständiges Panel oder sowas zu dem Spiel geben wird, wissen wir natürlich noch nicht genau, an welchem Tag das wirklich stattfinden wird, aber lange ist es ja nicht mehr hin und dementsprechend verdichten sich jetzt auch so langsam eben die ganzen Infos, Leaks, Gerüchte rund um das Spiel. Vor 2 Wochen hat ja Jeff Grubb erst bekannt gegeben, dass Jedi Fallen Order 2 doch erst nächstes Jahr erscheinen wird und nicht 2022, wie ursprünglich erhofft. Und jetzt hat sich Jeff Grubb nochmal zu dem Spiel zurückgemeldet und zwar mit dem Titel des Spiels. Und zwar hatte er nämlich versprochen, dass wenn jemand in seinem Chat den korrekten Namen des Spiels erraten kann, wird er es dann auch anschließend bestätigen und das war jetzt eben auch der Fall. Wir wissen ja sowieso schon jetzt seit längerer Zeit, dass der zweite Teil eben nicht einfach nur Jedi Fallen Order 2 heißen wird, sondern dass eben ja vielmehr Jedi der Haupttitel des Franchises ist und dann eben noch mit einem weiteren Namen kommt. Und zwar soll der zweite Teil jetzt Star Wars Jedi Survivor heißen. Finde ich zum einen richtig cool, irgendwie auch relativ passend. Auf der anderen Seite, man hat sich jetzt über die Jahre so an Jedi Fallen Order gewöhnt, das irgendwie in einem auszusprechen, dass der Titel doch irgendwie, ja, schon noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber gefällt mir auf jeden Fall. Außerdem hat dann auch darauf folgend Bespin Bulletin ebenfalls den Titel bestätigt, weswegen es zumal auch so kurz jetzt vor der offiziellen Vorstellung schon eigentlich als sehr, sehr wahrscheinlich gilt, dass das Spiel eben Star Wars Jedi Survivor heißen wird. Außerdem gibt es dann auch noch ein paar Updates zu bestimmten Charakteren im Game und auch einen möglichen Zusammenhang mit der Kenobi-Serie, die ja jetzt auch Ende Mai erscheinen wird. Und zwar hatte bereits Ende März Making Star Wars davon berichtet, dass die Purge Trooper für den zweiten Teil ein kleines Redesign erhalten werden, insbesondere was so den Helm angeht und dass das Ganze so eher in Richtung Küstentruppler aus Rogue One gehen soll. Und genau dazu haben wir jetzt eben vor knapp einer Woche in dem neuen Kenobi-Trailer quasi die Bestätigung dazu bekommen, wo wir nämlich auch kurz in der Szene die Purge Trooper in ihrem neuen Design sehen konnten. Ob das jetzt einem gefällt oder nicht, ist, denke ich, einfach mal erstmal nur Geschmackssache. Vom Sinn her würde es aber eigentlich hinhauen, da Jedi Fallen Order 5 Jahre nach Episode 3 spielt und ich glaube die Obi-Wan-Serie 9 oder 10 Jahre und sich dann eben in diesen 5 Jahren natürlich nochmal irgendwie was an den Helmen oder an der Rüstung eben verändern kann. Und das gibt vielleicht auch schon mal so einen kleinen Hinweis, in was für einer Zeitspanne dann Jedi Survivor spielen könnte. Nämlich dann eher in Richtung Kenobi oder eher etwas weiter weg vom ersten Teil, anstatt halt eben direkt im Anschluss an die Ereignisse vom ersten Teil anzuschließen, weil sonst, wenn dann plötzlich auf einmal andere Rüstung, andere Helme da sind, macht das nicht unbedingt so viel Sinn, wenn das dann auf einmal ganz plötzlich passiert. Dazu hat dann auch Ewan McGregor, also der Schauspieler von Obi-Wan, in einem Interview letztens Folgendes gesagt, und zwar: Alle Storylines müssen ineinander und zusammenpassen. Man kann in einem Videospiel keine Fakten haben, die nicht zum Film bzw. zur Serie passen. Das könnte ja natürlich einfach nur generell gesagt sein. Das war auch eher so darauf bezogen, dass die ganzen Direktoren und Regisseure ja immer viel zu Star Wars wissen müssen und was halt eben wo unbedingt abgeht, dass das halt eben auch alles zusammenpasst und sich nicht widerspricht. Das könnte natürlich aber auch auf das Design der Purge Trooper bezogen sein oder auch eine ganz andere Anspielung für Jedi Survivor sein. Bespin Bulletin hatte ja schon mal vor einiger Zeit beschrieben, dass auch eben größere, bekanntere Charaktere einen Auftritt in dem Sequel haben werden. Deswegen könnte es schon Sinn ergeben, dass da irgendwie ein Zusammenhang zwischen dem neuen Teil und auch der Kenobi-Serie geben wird, zumal eben die Inquisitorenfestung und natürlich auch die Purge Trooper erstmals in Jedi Fallen Order vorgekommen sind und im Kenobi-Trailer dann zumindest die Inquisitorenfestung schon mehrfach zu sehen war. Und dann auch zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Hier hat sich nämlich endlich TT Games zu einem Patch gemeldet. Sie haben sich erstmal in dem Tweet für das ganze Feedback bedankt und haben auch darum gebeten, immer noch weiter Bugs einzureichen. Haben aber jetzt anscheinend die meisten kritischen Bugs fixen können und auch so noch einige Verbesserungen für das Spiel parat. Was und wie auch immer die dann ausfallen werden. Ein konkretes Datum haben sie aber nicht genannt. Von daher würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es zumindest nicht nächste Woche oder vielleicht nicht unbedingt in den nächsten 2 Wochen da ein Update geben wird, aber schon jetzt befinden wir uns ja fast 1,5 Monate nach Release ohne einen einzigen richtigen Patch. Entweder ist es auch Bugfix-mäßig schwierig mit der Game Engine zu arbeiten oder sie wollen wirklich so viele Bugs wie möglich mit einem einzigen großen Update fixen. Aber so langsam wird es da wirklich mal Zeit. Ihr könnt mir aber gerne mal eure Meinung zu dem Titel des Jedi Fallen Order Sequels in die Kommentare schreiben oder auch so, was ihr von dem Redesign der Purge Trooper haltet. Checkt jetzt gerne auch noch die Links in der Videobeschreibung aus, zu Instagram, zu Twitch, zu Discord. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal.